Willkommen zu Windows Tricks und Tipps mit Windows 11. Ich werde euch heute mal ein paar zeigen, die ich rausgefunden habe. So muss ich sagen, auch an alle, die jetzt Windows 11 neu haben und oder vielleicht auch kein PC haben und jetzt Windows 11 zufällig haben, zeige ich euch schöne Tipps und Tricks. Der erste Trick ist richtig einfach. Stell vor, ihr habt einen Laptop oder einen PC und habt nur einen Monitor und wollt wie ein paar Sachen noch öffnen. Ich kann euch zeigen. Ihr geht aber hier oben, nehmt die Lupe, drückt drauf, könnt ihr hier auswählen. Ich habe ein paar vorbereitet, einmal YouTube zocken und Discord. Was sonst, hier kommt nur Discord, was sonst kommt hier zocken und was sonst am Ende kommt YouTube. Ich gehe mal jetzt auf Discord, dann bin ich hier bei Discord, ich habe es jetzt nicht auf. Wenn ich jetzt Discord aufhabe und jetzt wieder rumwechsle und jetzt zu aufnehmen gehe, dann bin ich hier und Discord ist nicht auf. Ich höre die aber, sowas mit Audios, das wird auf jeden Fall an sein, aber hier wird Discord sitzen. Das ist Nummer 1 von viele. So, die zweite App, sozusagen Funktion von Windows, ist, was auch bei Windows 10 auch funktioniert, ist, ich nehme mal einen Ordner hier, oder auch eine App geht es auch. Ihr geht einfach rechtsklick, dann auf weitere Optionen, auf Eigenschaften. Und dann könnt ihr ein anderes Symbol ändern. Also könnt ihr einfach Symbol ändern. Ich kann jetzt von dieser App hier gleich am Ende einfach einen Drucker machen. Es gibt, stell vor, ihr habt da bestimmte Sachen drauf, die man nicht sehen darf oder sowas. Oder wo Leute denken, oh nee, da geht man nicht drauf. Dann kann man es einfach so machen und das Gute ist, dann habt ihr das. Bei einem anderen Ordner geht es gleich auch einfach auf Optionen oder Eigenschaften, meine ich, ups. Und dann müsst ihr ganz hinten auf Anpassen und dann auf andere Symbole und könnt ihr Ordner auf so einen Ordner oder sowas machen. Ja. Was ich euch hier zeige, das wisst schon viele Bescheid, aber Leute, die jetzt neu auf PC ist, wissen das noch nicht. Also stellt ihr vor, ihr installiert eine App, ich sag mal Discord oder Spotify, ist es auch immer so. Wenn ihr die Apps installiert und dann auf einmal PC neu startet, öffnet es automatisch. Das nervt euch vielleicht. Es gibt viele Leute, die es nerven, wie bei mir. Dann zeige ich euch, wie man es automatisch ausschaltet. Es gibt dazu 2 bis 3 Tricks. Ich zeige euch das Einfache. Ihr geht einfach hier oben auf dem Windows-Logo, gibt da einfach Taskmanager ein. Oder so. Dann lädt es hier, dann seht ihr ein bisschen Einstellungen. Und dann steht hier Autostart. Drückt ihr drauf. Dann seht ihr, welche App aktiviert und deaktiviert. Ihr seht auch, wie lange ihr braucht, bis der PC neu startet. Das meisten funktioniert, manchmal nicht. Ich gebe euch Tipp, alle Apps, die ihr nicht braucht und die auch nicht wichtig sind, wie jetzt Minecraft Java Update oder Spotify oder Steam, die sind nicht so wichtig für euren PC so richtig. Darum braucht, müsst ihr das auch nicht automatisch an. Ihr könnt es auch anmachen, dann startet das automatisch und nervt. So. Kurze Werbung, ein Freund von mir, der hat mir einen krassen Server, darum sage ich nicht für mich, sondern für euch gemacht. Könnt gern reinkommen, er ist richtig korrekt. Ja, guck mal, Leute, ihr seht schon, wie viele Mods, Bots drauf sind. Also, ich glaube, der Server ist richtig krass. Er wird richtig krass. Er ist gerade noch an Arbeit, aber demnächst wird der Server rauskommen und dann könnt ihr gern sofort reinschauen und sofort mal raufschauen und gern reinkommen. Ja, was soll ich sonst sagen? Nochmal, geht rauf, ist richtig. Alle sind korrekt, es sind ja so nicht viele drauf, aber es wäre mich sehr freuen, wenn ihr raufgeht und dann sag ich mal, ja, machen wir weiter. So, der zweite ist einfach, stellt euch vor, ihr habt eine Festplatte mit 100 GB. Sag ich mal so, es gibt viele Leute, die haben einen PC mit 100 GB. Und der PC wird einfach voll, richtig voll. Und denkst so, oh mein Gott, wie kann es voll sein? Und ihr habt den PC, lass mich mal raten, 200 Jahre und wollt den ein bisschen leer machen und wisst nicht wie, was, ob Spiel deinstallieren muss oder, Stefan, ihr habt doch keinen Spieler. Dann zeige ich euch einen kleinen Trick. Ihr geht einfach um, suche, gibt einfach DA und dann seht ihr schon, das habe ich oft auch gemacht, Datendingsbums. Da sucht er kurz raus. Könnt ihr einfach hier auf bereinigen, auf bestimmte Sachen. So muss ich sagen, werden auch da Software-Updates, die der PC halt nicht mehr braucht. Dazu auch Software-Update, die von gestern ist oder sowas. Ich gebe euch Tipp, macht das wirklich jeden Monat einmal, könnt ihr es machen. Seht ihr auch, ich sehe, ich habe jetzt nicht viel, weil ich schon oft mal gemacht habe. Aber man kann da schon bis 4 GB ausbringen. Und wenn ihr es macht, ich sag mal, wenn ihr es das erste Mal macht, dann dauert es kurz lange, nicht schließen oder so. Lasst es einfach laden. Ich mach's mal mit euch jetzt schnell. Hier drückt ihr drauf, dann löscht
ist und da kann keine Fotos oder so löschen. Windows kann auch nicht deinstalliert werden. Das ist extra so. Das ist nur, dass Sachen, die der PC eigentlich gar nicht mehr braucht, wegkommen. Jetzt zeige ich euch mal was für Ton. Stellt vor, ihr hört Musik und hört so Scheißmusik, also mit nicht die Musikart. Ich meine einfach so rum sagen, eure Kopfhörer. Und ihr denkt so, oh mein Gott, die sind eigentlich sehr teuer gewesen und waren eigentlich sehr gut. Und ich kann euch zeigen, was auch vielleicht liegt. Sucht die Kopfhörer aus. Für mich ist es jetzt diese drauf. Und müsst es auf die Maximal tun, also auf 24 Bit. Das ist das Beste, der Ton kommt wie Schokolade raus. Weil dann könnt ihr auch wieder eure Rockmusik oder was ihr auch gern hört, in besser anhören. Kurze Sache, wenn ihr jetzt merkt, warum es meine Taschenminister gerade hier oben ist, guckt das von letzte Video an, was ich von gestern, glaube ich, rausgebracht habe. Da zeige ich euch wie einen ganz kleinen Hack diesen Taschenminister nach oben bringen, weil es bringt nicht nach Suchen hier, es ist. Jetzt zeige ich euch was Neues, das auch vielleicht Windows 10 hat, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass Windows 11 das hat. Ihr geht einfach hier rauf, ihr geht auf so einen Platz, wo man was schreiben kann, wie ich jetzt hier, hallo, oder so. Ihr kennt es doch, ihr seid mal manchmal faul und wollt nicht schreiben oder ihr kennt ein Wort nicht wie Fortnite oder so. Ihr müsst einfach Windows und H drücken, da kommt hier unten sowas hin. Ich weiß, ich habe schon eingestellt. Dann könnt ihr auch einstellen, dass es automatisch Komma, Punkt und bla 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 kommt. Da müsst ihr es auch extra sagen. Dann drückt ihr einfach hier rauf, den Text, was wir sagen, und dann sagt ihr einfach, hallo, mein Name ist Fortnite. Gucke. Es ist richtig perfekt. Okay, das mache ich mal weg. Aber hier, hallo, mein Name ist, ja, da fehlt noch ein paar Sachen. So, nochmal, sorry, ich habe mich verlesen. Ich bin müde, sag ich mal so. Hallo, mein Name ist Fortnite. Es funktioniert richtig krass. Und es ist auch bei Chef, ihr habt, erstellt ihr eine Webseite oder ihr schreibt einen Text über Fortnite, dann könnt ihr es sehr gut benutzen, ja. Dazu, was ich auch, was Neues, auch was auch bei Windows 10 dabei ist, einfach Windows und Punkt. Dann könnt ihr Emojis reinschicken. Und dazu muss man wirklich denken, sagen, sieht sehr sexy aus. Und das Gute ist, es gibt auch dieses Schlüsselablage. Da könnt ihr Sachen speichern. Wenn ihr, das müsst ihr erstmal aktivieren. Ihr müsst einfach Windows und V drücken. Dann kommt ihr rauf, aktiviert es. Und wenn ihr jetzt was hier schreibt wie Hallo, und kopiert es einfach, Steuerung C, sag ich mal so. Seht ihr, Hallo steht auch hier drin. Dabei ist auch diesen Emojis, die man durch diese Schreibdingsbums dabei. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Die sind auch dabei. Und was auch dabei ist, was für Discord oder sowas gut ist, ist, sind auch so eine sowas der Art. Ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf, aber hier seht ihr auch krasse kleine kurze Videos. Und was ich kurz sagen möchte, ich möchte gern mich verdanken an alle, die mich abonniert haben zuletzt. Kurs geht raus. Jetzt kommen mal kurz Sachen, die Anfänger noch nicht wissen und schon ein paar wissen, vielleicht wissen es auch nicht viele. Wenn ihr Windows und E drückt, kommt ihr auf Einstellung. Wenn ihr Windows und E drückt, kommt ihr in diesen Explorer. Wenn ihr Windows und Q drückt, könnt ihr diese Suche. Wenn ihr Windows und W drückt, kommt ihr diese Werbung. Weiß nicht, wie man nennt. Wenn man nur Windows drückt, kommt man nur hier über die Apps. Wenn Windows und C drückt, kommt das. Das ist ein Chat. Wenn man Windows und X drückt, kann man hier ein bisschen was einstellen. Und das Gute ist, da kann man auch viele Sachen einstellen. Okay, dann sage ich mal, das war's heute mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann hören wir uns beim nächsten Mal.